Hallo Freunde, Thomas und Sascha, heute hier in Magdeburg. Warum sind wir hier? Heute ist eine Mahnwache in Magdeburg für die Freilassung von Julian Assange und darüber wollen wir mal euch berichten. Okay, dann viel Spaß mit dem kurzen Film. Wir sind Eingeschenkt TV und ihr seid die Besten. Das sogenannte Kollateralmörder-Video zeigt, wie US-Soldaten in Bagdad mehrere Menschen ermorden. Darunter zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Das wurde auch von WikiLeaks veröffentlicht. Eine Helikoptercrew lädt Menschen förmlich nieder. Es wird ganz gezielt auf Verletzte geschossen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Dann kommt ein Minibus angefahren, der die Verwundeten retten will. Der Fahrer hat zwei Kinder mit dabei. Man hört die US-Soldaten sagen, selber schuld, wenn er Kinder mit auf das Schlachtfeld bringt. Und dann wird gefeuert. Der Vater und die Verwundeten sind sofort tot. Die Kinder überleben schwer verletzt. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1-8. You're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Fuck. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Durch diese Publikation werden wir direkt Zeuge eines kriminellen, gewissenlosen Massakers. Das schreibt der UN-Bevollmächtigte für Folter. Hallo Monique, du bist die Organisatorin dieser Veranstaltung. Bist du bisher zufrieden? Ja, hallo. Also ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was man noch gerade so hat. Am schönsten wäre es natürlich, wenn mehr Menschen das mitbekommen würden, auch mehr Menschen, die eingeladen wurden, Gruppierungen, Parteien, halt sehr viele verschiedene. Wir sind wirklich Unmengen von Gruppierungen. Wenn sie alle da gewesen wären, dann wären wir auf jeden Fall mehr als 100 Leute. Aber es ist immer noch besser als gar nichts. Also wir können echt sagen, es sind jetzt ein paar Leute da und das ist das Mindeste, was wir geben müssen. Diese Giftgasangriffe, die die USA Syrien in die Schuhe schieben wollten, sogenannte Force Flag Operations waren, das heißt Dinge, die die USA in altbekannter Manier selber inszeniert haben, um einen Kriegsgrund für Syrien zu haben. Ne? Julian Assange steckte auf, dass Hillary Clinton zwielichtige Geschäfte am Laufen hat, dass sie ihr Amt mehr oder weniger missbraucht hat und etc. Also, WikiLeaks ist sozusagen, wenn man so will, kritische Journalisten haben es mal so bezeichnet, WikiLeaks ist der Nachrichtendienst der Bürger. WikiLeaks bringt wirklich die Dinge, die die Massenmedien nicht gebracht haben und an denen viele nicht das Interesse haben, dass sie überhaupt berichtet werden. Hallo Freunde von Eingeschenkt TV, Thomas und Sascha, heute hier an der Uni Magdeburg und wir wollen ein paar Fragen stellen. Welche sind das? Ja, wir sind jetzt mal zur Uni gegangen, um mal die Studenten, also die gebildete Jugend mal zu fragen, wen sie denn so kennen. Und heute geht es ja um Julian Assange in unserer Sendung und da fragen wir mal, wie bekannt ist er denn hier unter den Studenten, dieser Julian Assange? Wir müssen dazu sagen, wir haben auch noch zwei andere Leute mit in die Fragerunde reingenommen, und zwar Gronkh, einen bekannten Let's Player, und Greta Thunberg, eine bekannte Aktivistin aus Schweden, glaube ich. Ja. Naja, gut, Sascha, da gehen wir mal unter die Studenten und fragen die mal. Erste Frage, Gronkh, wer ist das? Gronkh ist ein deutscher YouTuber. Aha. Genau, der macht Videos für Kinder und ja, ist ein Entertainer, so ein Influencer, kann man sagen. Okay. Genau. Die nächste Person wäre Greta Thunberg. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Nationalität sie ist. Sie ist, glaube ich, finnisch und setzt sich ein für das, für die Umwelt. Für die Umwelt. Genau. Eine Umweltaktivistin, würdest du sagen? Umweltaktivistin, würde ich sagen. Okay. Auf jeden Fall. Letzte Person, Julian Assange.
Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Okay. Ja. Alles klar. Ich danke dir, wünsche dir noch eine coole Zeit. Ja, danke. Hau rein. Danke. Tschüss. Gronkh. Wer ist das? Was macht der? Ich glaube, der macht so YouTube-Videos über Computerspiele. Aha. Und redet dazu und Leute schauen sich das an und ja, okay. Haben Spaß dabei. Alles klar. Jetzt wird's schwieriger. Greta Thunberg. Das ist eine Umweltaktivistin aus Schweden und die setzt sich für die Rettung unseres Planeten ein. Aha, okay. Und jetzt die letzte Frage. Julian Assange. Den kenne ich leider nicht. Okay, alles klar. Ich danke dir. Schönen Tag noch. Wer ist Gronkh? Was macht der? Also meiner Meinung nach ist Gronkh ein YouTuber, glaube ich. Ja, ich. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber der macht so Gaming. Ja, genau. Ja? Genau. Richtig? Let's Plays und sowas. Richtig. An dich die Frage. Greta Thunberg. Wer ist das? Wo kommt sie her? Was macht sie? Das ist eine Umweltaktivistin. Die setzt sich für den Klimaschutz ein. Aha. Kommt aus Schweden, Skandinavien. Ja, richtig. Und letzte Person, Julian Assange. Schon mal? Nee. Ist auf jeden Fall ein französischer Name, so können wir schon mal anfangen. Ja. Julian Assange. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Irgendwas Politikmäßiges, aber ich weiß nicht, WikiLeaks? WikiLeaks, schon mal davon gehört? Ja. Ja, das ist ja, war der das? Genau. Der das geleakt hat? Ja. Ja, ja, der? Alle drei Fragen richtig beantwortet. Vielen Dank, ihr habt bald einen Kühlschrank gewonnen, ne? Gronkh. Ja, kenne ich. Ist ein Let's Player. Ha? Weiß aber nicht, wo der herkommt. Auf jeden Fall aus Deutschland. Okay. Deutschland. Greta Thunberg. Ja, Umweltaktivistin aus Schweden. Okay. Und letzte Frage. Julian Assange. Nee, sagt mir gar nichts. WikiLeaks, schon mal gehört? Ja. Aber nee, der Name in dem Bezug gar nicht. Gronkh. Mhm. Was macht der und wo kommt er her? Wo er genau herkommt, weiß ich nicht. Also Deutschland kann ich sagen. Und ich glaube, er ist auf YouTube aktiv. Und dementsprechend kann man sagen, Influencer, wenn man das so auslegen möchte. Let's Plays und sowas? Genau, ja, halt Let's Plays stellt Spiele vor, Spielsysteme, sei es Konsolen oder sonstiges. Schon mal ein Let's Play von ihm gesehen? Ich glaube, kurz mal angerissen, weil es mir beim YouTube-Algorithmus vorgeschlagen wurde. Okay. Nächste Person, Greta Thunberg. Ja, die kommt aus dem skandinavischen Bereich. Ich glaube, Schweden, Norwegen, nicht ganz sicher Schweden. Mhm. Naja, ist, würde ich jetzt mal behaupten, eine Umweltaktivistin, die relativ bekannt wurde durch Social Media und setzt sich halt für den Klimawandel ein im positiven Sinne. Okay. Und als letztes Julian Assange. Schon mal gehört, aber auch nicht sicher, müsst ihr jetzt raten. Würde ich auch wieder sagen, YouTuber, aber... Ja, okay, alles klar. Vielen Dank. Zwei von drei, richtig, alles klar. Du kommst nicht aus Deutschland, deswegen wird die erste Frage für dich vielleicht sehr schwer sein. Wer ist Gronkh? Oh, da habe ich keine Ahnung. Guckst du YouTube, Let's Plays und sowas? YouTube, ja, ab und zu, aber nichts Bestimmtes. Also okay, es ist ein Let's Player, da helfe ich dir mal. Okay. Als nächstes, Greta Thunberg. Ja, kenne ich. Diese kleine Umwelt-Klimaschutz-Mädel. Und wo kommt die her, weißt du das? Ja, aus Schweden oder Norwegen. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt die letzte Frage. Julian Assange? Ja, kenne ich auch. Das war der Kerl von... wie hieß das nochmal? Fängt mit W an. WikiLeaks, genau. Ah, sehr gut. Ja. Dankeschön. Alle drei Fragen beantwortet. Super. Danke, schönen Tag noch. Tschüss. Und das sagt der Nils Melzer von der UNO. Es geht um eine moderne Hexenjagd, die an Julian Assange stattfindet. Und es ist Aufgabe jedes Journalisten, genau die Dinge zu publizieren, die Julian Assange mit WikiLeaks publiziert hat. George Orwell soll einmal gesagt haben, Journalismus bedeutet, etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. Eine Frage. Du hast dich trotz dieser Kälte hierher nach Magdeburg begeben, um auf der Free Assange-Demo teilzunehmen. Was sind deine Beweggründe? Ja, also ich finde die Aktion, die er damals mit WikiLeaks gestartet hat, war eigentlich das Größte, was man im Internet machen könnte, was ich sehr gut fand. Und jetzt diese ganzen Sachen mit der Sexaffäre, sage ich jetzt mal um ihn, oder die Vergewaltigungsaffäre, die es da mal gab, die finde ich einfach nur hirnrissig und ich finde, das ist einfach nur ein weiterer Grund, den die Amerikaner gesucht haben, um Assange irgendwo festzubuchten, weil sie genau gewusst haben, dass dieser Mann irgendwann ihr System aus Informationsgeheimhaltung und Kriegsverbrechen irgendwann stürzen wird. Wir müssen alle lauter werden. Ich kann euch nur empfehlen, es gibt viele Petitionen, es gibt viele Kampagnen.
Wir haben eine Kampagne laufen auf der, die findet ihr unter leipzig-vor-julien.de. Da haben wir zusammen mit dem Deutschen Journalismusverband einen offenen Brief an die britische Regierung geschrieben, in dem wir die Freilassung Julian Assange fordern. Diese Kampagne kann unterstützt werden mit eurer Stimme. Wir haben eine Petition am Laufen. Ihr könnt spenden. Und ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema, wie gesagt, in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Es geht hier um eine Zäsur. Es ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen haben das noch nicht auf dem Radar, um was es hier wirklich geht. Es ist wichtig, seine Stimme jetzt zu erheben. Es ist wichtig, für Julian Assange, für einen Vorkämpfer, Helden und Pionier zu kämpfen. Es ist wichtig, dass wir am Ende nicht unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verlieren. Vielen Dank. It's their fault for bringing their kids to a battle. That's right.